Für den 22-jährigen Giovanni zählt zurzeit nur eines: Ladies klar machen. Er hat keinen Bock auf Arbeit, hilft aber in der Autowerkstatt seines Vaters aus. Giovanni! Dennis ist Giovannis bester Freund. Gemeinsam ziehen sie um die Häuser und reißen Mädels auf. Oh, Respekt, Bro! Dennis, verpiss dich! Sandy ist mit den Jungs zur Schule gegangen. Sie glaubt an die große Liebe und hofft, dass Giovanni es ernst mit ihr meint. Wie schaut's aus? Haben wir jetzt gleich dann? Wir nicht nachher reden. Mein Kumpel Dennis und ich haben ein Ding am Laufen. Das ist ganz einfach. Wer die meisten Tussen klar macht, hat gewonnen. Wie Gleichstand? Wie, was soll das hier? Sag mir nicht, du hast irgendwie eine Wette am Laufen oder so? Nee, wie, nein, was redest du? Verarschst du mich die ganze Zeit? Nein, Schatz, wirklich nicht. Wir haben doch Spaß. Boah, nee, du bist echt das Letzte, ehrlich. Ah. Boah, Giovanni ist echt krass. Hier auf dem Klo in unserer Stammkneipe, das würde ich nicht bringen. Digga, der hat gesessen, Mann. Oh Gott, bestraft kleine Sünden, wa? Der war was wert. Ja, Mann, komm, lass uns trinken. Ja, aber der geht auf dich jetzt. Ja, Sandy hängt immer in der Bar hier rum. Die zu knacken war so leicht. Aber jetzt muss einfach die nächste her. Laut einer Umfrage amerikanischer Psychologen unter College-Studenten haben junge Leute, die häufig One-Night-Stands haben, vermehrt psychische Probleme. Auch wird ein One-Night-Stand eher mit Stress als mit Wohlbefinden assoziiert. Grund genug, ein derartiges Verhalten zu überdenken. Sandys beste Freundin Jette ahnt von dem Techtelmechtel auf der Toilette nichts. Wo warst du so lange? Ich hab gewartet. Die 24-jährige Altenpflegerin ist nicht so naiv wie ihre Freundin. Aufreißer wie Giovanni durchschaut sie sofort. Ich war gerade mit Giovanni auf dem Klo. Und ja, dann haben wir halt ein bisschen rumgemacht. Was? Ja, und auf einmal stand Dennis vor der Tür. Ja, und dann kam raus, der Kerl hat mich die ganze Zeit nur verarscht. Die ganze Zeit. Er hat einfach nur mit mir gespielt. Für ihn war es einfach nur Spaß. Wieso bist du auf ihn reingefallen? Das ist doch klar, dass er dich verarscht hat. Ich kenne auch so viele andere Mädchen, die auf ihn reingefallen sind. Ich dachte, du hast was im Kopf. Ja, ich weiß. Aber er war einfach so charmant. Und ich habe echt gedacht, er würde irgendwas für mich empfinden. Ich habe Sandy doch gewarnt. Ist doch bekannt, dass er so ein Aufreißer ist. Die hätte sich echt niemals auf den einlassen sollen. Ich bin Classic, ruf Halleluja. Komm aus der Zukunft, back to the future. The world's greatest. Was ist denn los? Ja, passt schon, Digga. Was war das für eine Aktion? Keine Ahnung. Scheiß noch einmal. So eine linke Nummer, die Giovanni mit mir abgezogen hat, das habe ich noch nie erlebt. Das muss ich erstmal verdauen. Die sind schon süß, oder? Jetzt zeig mal die Knackliste. Wie viel steht's? Dennis und ich haben so ein Battle am Laufen. Wer die meisten Mädels innerhalb von einem Jahr klar macht, hat gewonnen. Und dafür haben wir die Knackliste. Also, wir beide haben jetzt insgesamt 23 in 6 Monaten. Du hast 9, ich hab 9 und Evi, Judith, Diana, Daniela und Lena hatten wir beide. Die waren also, einfach. Ja, locker, Mann. Ja, aber Sandy war so kurz davor. Man muss doch reinkommen. In unserer kleinen Wette um die Frauen, da ist jetzt Gleichstand. Aber wenn die Richtige kommt und mein Herz ja sagt, ja, dann bin ich raus. Ganz ehrlich, bitte lass mal einfach gehen. Ich halte das hier nicht lange aus, wenn der hier ist. Easy. Aber ey, pass auf. Ja. Ich hab diese eine Blonde aus der Nachbarschaft fast klar, Mann. Ja, die kannst du haben, die ist eh hässlich. Wie machst du das eigentlich mit deiner scheiß Visage, Mann? Was für scheiß Visage, Mann? Guck doch mal deine an, Mann. Hey, ich sehe tausendmal besser aus und das weißt du. Darüber brauchen wir auch gar nicht reden. Nee, kannst du sicherlich nicht. So kommt der scheiß Arsch mir nicht davon. Den werde ich mal ein paar Takte sagen. Oh, die kommen. Auf jeden Fall. Die kommen. Jetzt kriege ich sie beide. Pass mal auf. Hola, Chica. So ein Arschloch. Oh, Digga, der hat gesessen, Mann. Ich doch nur neidisch, dass ich es ihr nicht besorgt hab. Ey, die Jette würdest du nie abbekommen. Da müsstest du schon schärfere Geschütze aufstellen. Natürlich kriege ich die ab, Alter. Das ist nur ein Mädchen, die will ein bisschen Aufmerksamkeit, deswegen. Ein bisschen romantisch kriege ich sie schon noch um. Giovanni wird es niemals schaffen, Jette rumzukriegen. Die ist echt eiskalt. Da hat er sich zu viel vorgenommen. Was wetten, ich krieg die ab? Dann wollen wir wetten. Ja, wetten wir. Ja, Mann. Und was wetten wir? Wenn ich gewinne, dann spendierst du einen fetten Partyurlaub auf Malle. Ja, okay. Und wenn du verlierst, dann repariert dein Vater mein Leben lang mein Auto umsonst. Du hast nicht mein Auto. Ja, ich habe aber so ein Cabrio im Auge. Vielleicht hole ich den ja. Aber machen wir die Wette. Machen wir die Wette. Ja, Mann.
Hinter einem übertriebenen Sexualverhalten stecken oft Minderwertigkeitskomplexe. Giovanni muss sich ständig beweisen, dass er ein toller Kerl ist. Ein Grund dafür könnte sein, dass er im Arbeitsleben durch seine Aushilfstätigkeit wenig Bestätigung bekommt. Ja, und wie willst du die rumkriegen? Ganz einfach, ein bisschen Romantik, Herzchen, Blumen, Luftballons, auf sowas steht die doch bestimmt. Du hast doch nicht mal Geld, Mann, bei deinem Vater verdienst du eh nur ein paar Kröten. Mach dir darum keine Sorgen, aber wenn wir schon dabei sind, kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen. Nein, Mann, aber pass auf, ja? Hm. Wenigstens die Getränke gehen offen. Ja, das war sowieso so. Jetzt komm, du brauchst neue Klamotten. Zahlst du sie? Nein, Mann. Ja, okay, Jette ist jetzt nicht so die Granate, aber ich werde sie auf jeden Fall umkriegen. Und dafür hau ich einfach den Gentleman raus. Darauf stehen doch alle Weiber. Aber dafür brauche ich ein bisschen Startkapital. Am nächsten Morgen. Giovanni wohnt mit seinem Vater Fabio zusammen. Der 47-Jährige ist Besitzer einer Autowerkstatt. Nach der Trennung von seiner Frau hat er seinem Sohn sehr viele Freiheiten gelassen. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff and all my people with my trust. Morgen. Morgen. Oh Gott, hast du wieder die Puppen tanzen lassen gestern oder was? Du siehst ja gut aus. Wie war's? Ja. War gut? Mhm. Das kenne ich. So, ich gehe zur Arbeit. Werd du erstmal wach. Seit meiner Scheidung leben Giovanni und ich alleine. Wir sind immer gut miteinander parat gekommen. Nur in puncto Job könnt ihr ein bisschen mehr Ehrgeiz an den Tag legen. Papa, bevor du gehst, kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Geld leihen? Soll das ein Witz sein? Guck mal, du schläfst den ganzen Tag, kommst nicht in die Werkstatt und jetzt willst du auch noch Geld haben? Was hast du denn mit den 400 Euro gemacht, die du verdient hast diesen Monat? Wo sind die? Ich hatte diesen Monat halt ein bisschen mehr Ausgaben. Mehr Ausgaben? Ah, Weibergeschichten oder was? Kann man so sagen, ja. Na, das kenne ich ja. Mein Vater hat für meine Weibergeschichten immer Verständnis. Ja, manchmal glaube ich, der ist sogar ein bisschen neidisch. Aber das erinnert ihn bestimmt an seine alte Zeit. Wie viel brauchst du? 100. 100. Okay. Wir machen jetzt folgenden Deal. Ich krieg die Kohle zurück. Ja, Papa, du kriegst die Kohle wieder. Alles klar. Und weißt du, was das bedeutet? Hm? Mein lieber Freund, ich werde dich bald in der Werkstatt sehen. Versprochen. Ciao. Ja, 100 Euro sind jetzt nicht viel, aber das muss jetzt erstmal reichen. Ein paar schöne Blumen, ein charmantes Lächeln und Jette wird wachsen in meinen Händen. Giovanni will keine Verantwortung für sein Leben übernehmen und lebt in den Tag hinein. Er will nur in der Werkstatt aushelfen, wenn er Lust dazu hat und verschwendet keine Gedanken an seine Zukunft. Im Februar 2015 waren etwa 7% der jungen Erwachsenen zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos. Bei Giovannis Einnahmen kann die Rückzahlung einer bereits geringen Schuldenlast sich monatelang hinziehen. Zwei Stunden später. Giovanni will Jette rumkriegen. Was geht? Alles klar, Mann. Ja, Mann, bei dir? Auch. Bist du jetzt unter den Rosenkavalieren, Alter? Gehst durch die Stadt, wolle Rose kaufen? Nee, das ist auch eine Idee. Nein, die sind für Jette. Mm. Hey, Mann, damit kriege ich sie rum, denn es glaubt mir, Bro. Frauen stehen auf Rosen, ich habe Rosen, die riechen auch gut, hab die eingesprüht. Passt doch, oder? Schau mal, da hinten ist Jette. Willst du mal dein Glück versuchen? Ja. Jetzt pass auf und lern, Dennis. Sieht gut aus? Passt schon. So, das wird jetzt ein Kinderspiel. Mit den Rosen von Papas Geld bekomme ich Jette mit links. Und ich werde zum Jackerkönig. Und Dennis bezahlt unseren Urlaub auf Malle. Was war das denn? Ja, dann viel Glück, Mann. Jette! Jette! Warte doch mal kurz. Was willst du? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Guck mal, du hast voll das falsche Bild von mir und das mit Sandy, das hast du voll falsch mitbekommen und voll falsch gesehen, das war gar nicht so. Und Dennis kann es eh wegschmeißen, also da hat echt keine Ahnung. Ich wollte einfach fragen, ob du mir verzeihst und ob wir vielleicht zusammen ausgehen. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Nie im Leben gehe ich mit dir aus. Kapier das doch endlich, Mann. Nicht mal, wenn du der letzte Typ auf der Welt wärst, würde ich mit dir ausgehen. Guck dich doch mal an. Keine Klasse, kein Sex-Appeal. Du hast nichts.
Ich hoffe, du hast es jetzt verstanden und lässt mich in Ruhe und dann verpiss dich. Der tickt ja wohl nicht ganz richtig. Kommt er bei mir mit Rosen an? Einen Tag, nachdem er Sandy verarscht hat. Ich glaub das nicht. Das war wohl nichts, Mann. Vielleicht beim nächsten Mal. Hättest die Rose doch lieber verkaufen sollen. Ja. Toller Kavalier bist du. Nee, jetzt warte mal. Ich habe schon verstanden, worauf du hinaus willst. Also ich kann mich ganz entspannt zurücklehnen. Niemals wird Giovanni Bayette Erfolg haben. Jetzt werde ich sie erst recht umkriegen und koste es, was es wolle. Lass uns gehen, keinen Bock mehr. Wie sieht's denn aus? Pizza? Nee, danke, hab schon. Okay, wer nicht will. Giovanni lässt sich eine Pizza entgehen? Das hat's früher noch nie gegeben. Aber okay, dann bleibt halt mehr für mich. Giovanni ist kreativ und weiß, wie er an das Startkapital für seine nächste Flirtoffensive kommt. Ich weiß, dass Papa die Einnahmen immer mit nach Hause bringt. Wenn ich mich da nur ein bisschen bediene, wird er das nicht merken. Irgendwo muss doch diese Scheißkasse sein. Giovanni ist vollkommen besessen von seinem Plan, Jette rumzubekommen. Dass er dafür seinen eigenen Vater bestiehlt, blendet der 22-Jährige komplett aus. Er hat nur noch die Wette mit Dennis im Kopf. Und die muss er gewinnen. 200 reichen. Mein Papa hat einen Steuerberater. Und dort muss er nur alle 3 Monate die Belege abgeben. Das heißt, ich habe noch genug Zeit, das wieder zurückzugeben und er wird von gar nichts merken. Papa? Ja? Ich glaube, ich nehme doch eine Pizza. Ach, boah, hättest du das nicht vorher wissen können. Ja, Entschuldigung. Betriebe müssen sich regelmäßig mit dem Thema Steuern beschäftigen. Je höher die Einnahmen eines Betriebes sind, desto häufiger beschäftigt sich ein Betrieb mit diesem Thema. Sollte Giovannis Vater diesen Monat gut verdient haben, könnte der Diebstahl von Giovanni also auch schon viel früher auffallen. Zur gleichen Zeit in Giovannis Stammbar. Sandy und die anderen Mädels sind genervt von Giovannis penetranten Abschleppversuchen. Oh mein Gott, du glaubst nicht, was Giovanni getan hat. Der ist doch ernsthaft bei mir mit einem Strauß Rosen angekommen. Der wollte mir ernsthaft Rosen schenken. Bitte was? Was ein Arsch. Erst macht er mit mir rum und dann macht er sich an meine beste Freundin Jette ran. So einen Typen habe ich echt noch nie erlebt. Der hat echt eine Abreibung verdient. Das hättest du sehen müssen. Jette hat ihm links und rechts mit dem Rosenstrauß eine gegeben. Er war so klein mit Hut. Nicht sein Ernst, oder? Jetzt macht er sich auch noch an dich ran? Ist wirklich so ein Pisser. Aber ich lasse mich von diesem Arschloch doch nicht... Ich lasse mich von diesem Arschloch doch nicht verarschen. Nein, dem Kerl müssen wir es auf jeden Fall heimzahlen. Wir brauchen unbedingt einen Plan. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Auf jeden Fall. Die Rachegedanken von Sandy und auch Jette sind nachvollziehbar, doch die Frauen sollten bedenken, dass sie dadurch Giovanni auch Aufmerksamkeit zollen, die er gar nicht verdient hat. Die beste Methode ist es, in solchen Situationen den anderen einfach zu ignorieren.